Was geht ab, Nackemas? Zane ist wieder da und heute habe ich eine Theorie für euch, die ich eigentlich erst für zu abgedreht hielt. Doch Kapitel 996 hat für mich nochmal Öl in diese Theorie geschüttet. Heute möchte ich euch Sasakis Vergangenheit verraten. Oda ist einfach ein Genius, denn er erwähnte Sasaki nämlich schon vor Jahren. Denn Sasaki kommt aus einem Ort, den wir alle gut kennen, ist verwandt mit zwei Charakteren, die wir in unser Herz geschlossen haben. Und diese Theorie zeigt auf, wie herzlos Sasaki wirklich ist. Doch bevor das Video losgeht, wenn dir diese Theorie gefällt, dann freue ich mich natürlich über deinen Support in Form eines Likes. Schreib mir doch unten in den Kommentaren, was du davon hältst, und wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann lass mir doch gerne ein Abo da. Und jetzt let's go mit dem Video. Sasaki ist einer der Tobiroppo, einer der stärksten Kämpfer innerhalb von Kaidos Bande. Er ist der Anführer der gepanzerten Division. Doch bevor er Kaidos Bande beitrat, war er selbst Kapitän seiner eigenen Crew. Was ich schon immer seltsam an Sasaki fand, ist, dass er von der Optik her aussieht wie ein Fischmensch. Anfangs ging ich sogar so weit, dass ich dachte, er könnte mit Jinbei verwandt sein, da sie sich doch recht ähnlich sahen. Jedoch, als die ersten farbigen Cover kamen aus Wano Kuni, haben wir gesehen, dass Sasaki alleine vom Hauttyp nicht zu Jinbei passt. Jinbei hat eine blaue Haut, Sasaki eine normale rosa Hautfarbe wie ein Mensch. Dennoch bleiben immer noch seine Zähne, welche sicherlich nicht menschlich sind und wieder an einen Fischmenschen erinnern. Doch was ist sein Geheimnis? Da fiel es mir ein. Wir haben in One Piece bereits einen Halbfischmenschen zu sehen bekommen. Dellinger aus der Don Quixote Piratenbande. Dieser war ein Hybrid aus einem Mensch und einem Fightingfisch. Zuerst sieht er eigentlich aus wie ein Normal Human Being, jedoch kann er sich Zähne wie ein Fightingfisch wachsen lassen und eine Rückenflosse. Somit könnte auch Sasaki möglicherweise ein halber Fischmensch sein, was zumindest sein Äußeres erklären würde. Doch woher kommt er dann und wer waren seine Eltern? Um dies zu klären, müssen wir einmal einige Arcs in die Vergangenheit, und zwar genauer nach Water 7. Könnt ihr euch denn noch an Oma Kokolo erinnern? Die nette alte Lokführerdame mit der Weinflasche in der Hand. Bei ihr stellte sich ja später raus, dass sie eine Meerjungfrau ist, was Sanji ein wenig schockiert hat. Etwas früher in der Story haben wir erfahren, dass Chimney das kleine Mädchen ihre Enkelin ist. Wir wissen über Oma Kokolos früheres Leben, dass sie die Fischmenscheninsel verließ, um Tom zu helfen. Dabei traf sie ihren menschlichen Ehemann und zusammen hatten sie einen Sohn, welcher also halb Mensch und halb Meerjungfrau oder Meerjungmann ist. Später bekommen wir noch mit, dass nach der Hinrichtung Toms durch die Weltregierung Oma Kokoro verbittert war und mit dem Trinken anfing. Zu dieser Zeit verließ ihr Sohn Water 7, jedoch haben wir nie mitbekommen, wo er hingegangen ist. Dabei sei noch zu erwähnen, dass dieser Sohn von Oma Kokolo auch eine Tochter hat, und zwar eben die kleine Chimney, welche wir in Water 7 angetroffen haben. In einer FPS erklärt Oda, Chimney sei zu ein Viertel eine Meerjungfrau. Was also bedeuten würde, da wir wissen, der Vater ist halb Mensch und halb Meerjungfrau, die Mutter also ein Mensch sein müsste. Und hier möchte ich in meine Theorie nun einleiten. Denn ich glaube, dass Sasaki der Sohn von Oma Kokolo ist und der Vater von Jimmy und somit halb Mensch und halb Meerjungfrau oder Mann. Fangen wir erstmal bei der Optik an. Wie anfangs bereits erwähnt, sieht Sasaki Jinbei recht ähnlich und hat Zähne, wie sie ein Fischmensch hat. Interessant ist auch, dass Oda immer seine Hände mit Handschuhen verdeckt, könnten sich darunter möglicherweise noch Schwimmflossen verbergen. Aber Oda selbst liefert uns den größten Hinweis. Im offiziellen Cover zu Band 97 sehen wir zum ersten Mal die offiziellen Farben der Tobiroppo, und was wir bei Sasaki sehen, verstärkt diese Theorie für mich. Denn wenn wir uns mal seine Haarfarbe ansehen, haben wir dort diesen grün-blonden Haarton. Nicht viele Charaktere in One Piece besitzen diese Haarfarbe, aber zwei Charaktere, die dieselbe Haarfarbe besitzen, sind Oma Kokolo und Jimmy. Ein weiteres optisches Merkmal von Sasaki ist sein Hut, den er ständig trägt. Erst konnte ich damit nichts anfangen, jedoch ist mir aufgefallen, dass es eine gewisse Ähnlichkeit zu Oma Kokolos Hut gibt. Die Kappe vorne dran und die goldene Kette mit dem Medaillon vorne dran. Deshalb googelte ich mal nach japanischen Lokführern. Und siehe da, sieht dieser Hut nicht ähnlich dem, welcher Sasaki trägt.
Dies könnte ein kleiner Hinweis seitens Oda sein. Möglicherweise hatte Oma Kokolo, welche ja Lokführerin ist, ihm diesen Hut gegeben, als er noch auf Water 7 war. Ein weiteres Merkmal, welches sich Sasaki und Oma Kokolo teilen, ist ihr Hang zum Alkohol. Wobei das eher so ein kleines Ding ist, denn sonst werden ja auch Kaido und Whitebeard und Shanks und wahrscheinlich alle anderen Charaktere in One Piece miteinander verwandt, deswegen ist das so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Doch was könnte die Geschichte hinter Sasaki sein? Wieso verließ er Water 7 und ließ seine Tochter zurück? Nach all dem Tumult um die Oro Jackson wurde ja Tom hingerichtet. Oma Kokolo versank im Alkohol und wurde zunehmend verbittert. Und an all dem war die Weltregierung schuld. Was, wenn Sasaki Rache wollte? Und diese Rachegefühle waren so tief, dass er selbst seine eigene Tochter zurückließ, um Pirat zu werden. Und wie kann er besser Rache üben, als wenn er sich später dann noch Kaido, einem der mächtigsten Piraten der Welt, anschloss? Und jetzt in Kapitel 996 trifft nun Franky auf genau diesen Sasaki. Dies wäre der perfekte Zeitpunkt, um über Sasakis Vergangenheit zu sprechen. Immerhin, diese beiden sind sich vorher in Wano noch nicht begegnet, also wussten sie voneinander nicht viel. Zudem sieht Franky mittlerweile derart drastisch anders aus als früher, dass Sasaki ihn auf Steckbriefen mit Sicherheit nicht erkannt hätte. Und auch jetzt würde Sasaki Franky nicht erkennen, aufgrund des General Frankys, in dem er sich befindet. Doch was, wenn aber Franky Sasaki erkennt? Was, wenn Franky sich seinen Gegner im nächsten Kapitel näher anschaut und bemerkt, dass es sich dabei um Sasaki, den Sohn Oma Kokolos, handelt? Und dies kann letzten Endes in zwei Sachen enden. Entweder haben sie so einen heftigen Streit, dass Sasaki Water 7 verließ und wieso er seine Tochter alleine gelassen hat, dass sie sich halt wirklich miteinander battlen und einer von beiden gewinnt. Oder aber Franky erzählt, was alles passiert ist, was die Strohhüte für Water 7 getan haben und so weiter. Und Sasaki schließt sich dann Ruffy an. Also nicht, dass er jetzt in seine Bande beitritt, aber diese ganzen Allianz und bekämpft mit ihm zusammen dann Kaido. Was denkt ihr über diese Theorie? Schreibt mir eure Meinung dazu doch einfach unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Like sowie ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.